Das letzte war die Festung. Ich würde die Serie nur für die Drachen schauen. Der Rest ist zweitrangig. Ich will Drachis fliegen sehen. Die sieht man da, glaube ich, häufiger fliegen. Ich habe es gesehen und muss sagen, House of the Dragons über Rings of Power, leider. Dass, also da mir Rings of Power zumindest gefallen hat, auch wenn jetzt Herr der Ringe-Lore mal außen vor ist, dann ist das ja positiv. Dann kann ich mich ja auf etwas Unterhaltsames freuen. Ajo Abend, Hallöchen Crazy, moin moin. So, die Wiege der Jahrhunderte. Nee, wir waren doch schon nach der Festung. Wir waren doch in dem kleinen Tempel, haben rausgefunden, dass wir wieder zurück müssen zur Karte. Amicia, Hugo und Sophia erreichten die Festung. Dort opferten Sklavenhändler dem Sohn der Gulatsche ihre Sklaven. Ihr Anführer Milo hatte vor, sich seinen Platz am Thron des Sohnes zu sichern und den Grafen zu stürzen. Doch Hugo nutzte seine Macht, um die Fanatiker zu bestrafen, was zu Spannungen mit Amicia führte. In der Krypta einer antiken Kapelle enthüllte diese Aelias Vermächtnis, oder Aelias, darunter auch den Ort, an dem sich der ehemalige Träger befindet. Nachdem Sophia die Geschwister Derun rettete, indem sie Milo tötete, widersetzte sich Hugo Amicia erneut und zerstörte die Festung mit seinen Ratten. Daraufhin ließ Sophia ihnen die Leviten und die drei kehrten zur Inselkarte zurück. Okay. Schön. Super. Kann man ja froh sein, dass wir das Rätsel schon gelöst haben von den Windmühlen, ne? Sie sind überall. Amicia, die vielen Menschen. Es ist meine Schuld. Ist es nicht. Wir alle wissen, was passiert ist. Nein, doch schon. Aber ist seine Nur Schuld. Keine Sorge. Gehen wir zur Karte. Deswegen bist du hier. Vorbei mit dem Paradies. Naja, das kommt drauf an, für wen, ne? Das ist jetzt eigentlich ist wie... Alles... Eigentlich ist das jetzt wie der Ballermann. Die sind alle glücklich, feiern in großen Massen. Und du möchtest sie nicht in die Quere kommen. Du kennst meine Neigung zu Rings of Power. Kein Problem mit der Besetzung, nur dass sehr wichtige Teile der Lore einfach so lieblos und unepisch dargestellt wurden. Und der Plot-Twist war auch nicht mein Problem. Und House of the Dragons hat zwar Fehler und so, aber die Besetzung ist besser. Matt Smith hat echt den Standard gesetzt und alle geben ihr Bestes da. Warte mit House of Dragon vermutlich noch bis zum 16.11. Dann gibt es das als VOD auf Amazon zu kaufen. Ich hab's jetzt, ich könnte es gucken. Halt vorbei, Hugo. Werde ich halt die ganz Ratten schrittweise. Das nicht. Sie sind glücklich so. Die verdammten Ratten können zur Hölle fahren. Sie werden sich wehren. Das sind dumme Tiere, Hugo. Nein. Wir sind drei starke und schlaue. Schwarmintelligenz, meine Liebe. Ich weiß nicht. Sag mir, zu welchem Feuer du gehen möchtest. Ich ebne dir den Weg. Schwarmintelligenz. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bloß alle im Licht. Ups. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Das ist so ein geiles Feature, meine Freunde. Das ist so ein geiles Feature. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele einfach die falschen und zu hohen Erwartungen hatten. Bei dem, wie Game of Thrones geendet ist, hat das, glaube ich, kaum jemand was Gutes erwartet. Sophia, bahne uns den Weg! Bleib also, bloß alle im Licht! Ja, ich habe tatsächlich keine negativen Erwartungen an das Ganze. Du kannst aufhören. Gebongt. Ich muss ja kurz die Steuerung wieder rausfinden. Hui! Geht das? Nee, das ist zu weit. Wir können aber das hier... Wobei, geht das? Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir! Können wir rückwärts gehen?
Und uns dann umdrehen. Bleibt in meiner Nähe. Also von der... Vom allgemeinen Lichtkegel habe ich jetzt kurz gedacht, dass das nicht geklappt hat. Junge, 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 Junge. Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Gebt acht. Ah, okay, da ist, ich verstehe. Oh. Hey, lass gut sein. Na gut. Okay. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleib bloß alle im Licht. Feel the sunshine. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bei mir. Lass es. Natürlich. Ich bin gespannt, wie das endet hier. Zurecht. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bei mir. Da, Überlebende. Kommt nicht zu nah. Wir werden euch helfen. Nein. Oh oh. Lasst sie, bitte. Meine Güte. Warum? Ich hasse euch. Euch alle. Es ist vorbei. Weg hier. Kommt. Bleibt in meiner Nähe. Oh je. So ein... Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo. Apropos, können wir hier noch was verbessern? Die Armbrust, Alchemie... Die Material. Ich persönlich fand Ringe der Macht toll, stört mich irgendwie nicht, dass es nicht lore-korrekt ist, weil kennen ist die Serie ja eh nicht und von mir aus könnte die Geschichte so interpretieren, wie sie wollen. Wenn man auch jemand, der schon happy ist, wenn es Kostümdesign und so weiter gut ist. Und da war Rings of Power einfach 1A. Ja. Ich fand leider nur einige Charaktere sehr uninteressant. Der Wagen. Leider. Ja, er wird uns schützen. Da ist was am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Ja. Bringen wir hin. Müssen wir jetzt... Kaboom. Können wir... Ja. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Prisma der Macht. Das reicht, hör auf. Geht klar. Wie praktisch, dass hier überall Enterhaken liegen. Rings of Power war echt geil mit Game of Thrones und diesen anderen, da konnte ich nie was anfangen. Und los. Ja gut, dann ist House of Dragon auch nichts für dich. Bleiben wir nah dran. Tschüss. Oh, das war knapp. Ja. Und jetzt? Hätte ich da hinterher rennen müssen? Nee, das klappt nicht. Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bloß alle im Licht! Geht das? Ja,
Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir! Ob das jetzt richtig war, ist jetzt egal. Bleib nah dran, sagte sie. Hat doch ohne geklappt, sage ich. Tipp, macht's wie ich und geh nicht auf Social Media, weil Social Media macht alles zwei Stufen schlechter. Ich finde dieses ganze, unabhängig jetzt der Serien, ich finde das ganze Thema um God of War extrem krank. Dass wirklich ein Händler wohl dafür, also ein Händler hat zu früh verkauft und dadurch sind diese ganzen Spoiler entstanden, wenn das noch stimmt. Hier kommen noch bestimmt jetzt gleich. Er ist schon lange tot. Etwas wird übrig sein. Etwas, das dich retten wird. Ist egal, was mit mir ist. Sag sowas nicht. Du bist alles. Hey, wie wär's, wenn ihr beide aufhört, euch selbst zu quälen? Das ist die Hölle, ja, aber wir haben eine Spur. Also reißen wir uns zusammen. Ja, machen wir. Hugo. Uns bleibt keine Wahl. Ich weiß. Es gibt bestimmt Überlebende. Noch ein Vorteil, dass ich so kleinlich bin. Ich habe niemals den Trailer, geguckt. Ist die Pflicht des Grafen, seinem Volk Schutz zu gewähren. Ja gut, ich habe nur den Cinematic-Trailer geguckt. Da siehst du eh kaum was von. Ja, er ist ein Ritter. Ach so. Natürlich. Bis hierhin und nicht weiter. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bloß alle im Licht. Du kannst aufhören. Na gut. Wo ist Arno? Immer noch im Gefängnis. Der ist ja ins Gefängnis gesteckt worden. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleib in meiner Nähe. Ich tue mein Bestes. Hä? Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Geht das? Ah! Okay, ich dachte kurz, der Junge ist gefressen worden. Muss ich jetzt das mit her beschleunigen und das da hinten? Keine Ahnung. Krieg ich hin. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bei mir. I don't know. Da ist es. Hey, lass gut sein. Gebaut. Schnell rauf. Schnell, hoch. Verstanden. Rückwärts, wie vorher schon weit. Scheiße, stimmt. Wir sind da. Endlich. Unfassbar, es war genau vor unserer Nase. Arno Dübel, Deutschlands freches Arbeitsloser. Wo bist du? Nee, nicht der. Der lebt doch gar nicht mehr, glaube ich. Arno Dübel, der Typ ist einfach nur krank. Wo versteckt man den wertvollsten Schatz? Unter der Erde. Ja, er muss da unten liegen. Die Karte könnte der Eingang sein. Wenn ich, machen wir sie kaputt? Ich schätze schon. Wenn nicht sogar jetzt einfach hier Ratten reinkommen. Aber wie? Diese Insel war für mich immer nur ein Punkt auf der Karte. Tja, wir wussten ja nicht mal, dass es sie gibt. Kann ich die Säule runterschubsen? Wo ist die Farbe hin? Weiß ich nicht. Die haben wir nicht mitbezahlt. Das ist jetzt ohne Farbe heute. Es ist vor allen Dingen sehr dunkel. Unabhängig von Farbe ist es sehr dunkel. Ich habe es eher von den ganzen Nerds und Geeks, die ich auf YouTube-Lore-Sachen mache, Folgen mitbekommen. Und beim zweiten Video, wo die rumnörgelten, habe ich aufgehört zuzugucken. Und ich gebe es zu, mich hat dann nur zwei Sachen gestört. Es waren nicht die Besetzung und die Reinterpretation einiger Sachen, nur zwei Sachen, die mir
Discovery-Vibes gegeben haben und sehr den Spaß an der Serie genommen haben. Also ich gucke auch diese Lore-Videos und die sind mir meistens egal. Also mich stört das alles nicht. Kann ich das hier irgendwie... Und hepp. Schubsen? Geh bitte zurück, ja? Bereit? Bereit. Für Farbe musst du noch einen Extra sagen? Genau. Für Farbe im Spiel bitte jetzt hier subscribe. Ja. Das war so befreiend. Arme Karte. Oh. Ja, das ist wirklich schade, denn sie war sehr alt. Ja. Jetzt ist sie sehr kaputt. Komm. Ich habe einen YouTubern, die Lovis aufgehört zu folgen. Okay. So wie Intel jetzt im Serverbereich versucht, Prozessorenfunktionen hinter Paver zu stecken. Genau, so mache ich das auch. Ein Durchgang. Er wurde versiegelt. Versiegelt gegen was? Sehen wir nach. Also wir gehen jetzt unter die Erde. Die Ratten kommen meistens unter der Erde her. Hat da jemand mal so ein Thema? Kommt! Es ist zu dunkel. Die Dunkelheit fürchtet sich auch vor dir. Etwas Licht, und sie ist weg. Komm, wir finden das Licht. Oder die Ratten. Seht nur, der führt irgendwo hin. Wir sind da. Ich spür's. Hier war schon lang niemand mehr. Lass mich nicht los. Nein, keine Sorge. Moment. Die Lichtratten? Ist das jetzt wie Dunkelelben und dann Lichtratten oder sowas? Das ist echt ein hübsches Spiel. Ich bin auf der einen Seite gespannt, wie auch God of War Ragnarök aussieht. So richtig in-game. Und gleichzeitig, wie groß ist der Day-One-Patch? Okay. Willkommen im Eingang zu Moria. Die Minen. Ganz offen, ganz praktischerweise rattenfrei. Lichtratten im ersten Spiel? Nicht, dass ich wüsste. Also ich kenne jetzt keine Lichtratten aus dem ersten Spiel. Es wird dunkler. Ach so. Die weißen Ratten, ja, aber die weißen Ratten waren ja keine Lichtratten, sondern die waren ja von dem Inquisitor-Typel da von Palpatine gemacht. Bitte. Halt, da passiert irgendwas. Oh, bitte nicht. Was zur Hölle? Seht nur, wie groß dieser Ort ist. Jetzt gleich kommt Indy. Eine Art Tempel? Sieht ganz so aus, ja. Was ein unnötig groß gebauter Torbogen. Warum baut man sowas? Epic. Ja, ein bisschen schon, aber warum? Das Ding ist 20 Meter hoch. Tales of Jedi habe ich noch nicht geguckt, möchte ich aber auch noch gucken. Damit die heilige riesige Ratte da durchkommt. Vielleicht ist ja der ehemalige Besitzer von, oder der vorherige Besitzer von dieser Blutkrankheit, vielleicht ist er einfach zur großen Ratte geworden. Ja? Da, auf dem Boden. Wieder das Symbol des Ordens? Ja. Hier sind wir richtig. Basilius ist hier. Irgendwo. Genau, die Riesenratte. Was ist das? Da war etwas drin.
Das ist schon lange weg. Gehen wir weiter. Thea? Irgendwas Brennbares? Vielleicht? Den Sound in der ganzen Area finde ich gut gemacht. Also die Gesänge. Das ist sowieso, also atmosphärisch machen die Entwickler schon einiges richtig. Aber das müssen die auch. Also dieses Spiel ohne gut gemachte Atmosphäre wäre es nicht spielenswert. Seht euch die Tür an. Meine Güte. Was ist hier passiert? Hast du die neue Staffel von Clone Wars, die vor ein paar Jahren rauskam? Hier ist nein. Etwas explodiert. War das ein leider Unfall? Nicht. Ich glaube, das wurde absichtlich gesprengt. Ja, jemand wollte da unbedingt rein. Gehen wir weiter. Aha. Also von der Bauweise auf jeden Fall klassisch, auch um in Rom zu bestaunen. Hier war noch eine Explosion. Hexagonale Zeichen. Zerstört. Das war bestimmt sie, Elia. Sie entkam aus der Kapelle. Sie hat all das zerstört? Sie wollte Basilius zurückholen und hat sich den Weg freigekämpft. Wir sind ihr auf der Spur. Klar. Ja, ja. Das wäre die erste realistische, die logische Sache, die ich gesehen hätte, gedacht hätte. Gehen wir mal durch. Wir gehen wirklich hier durch? Solltest du vor Tate sonst Spoiler? Hat die Hunderte gehalten. Noch tiefer. Das ist nicht so schlimm. Wir hier auf die Spur. Selbst wenn ich gespoilert werde, das stört mich nicht so sehr. Werden wir sehen. Gesundheit, musst du niesen? Hier geht's runter. Ja. Du bist auch gerade die Interpretation aus den Fingern am Ziehen. Jeder Historiker und Archäologe würde dich erwürgen. Nein, die merkt das. Als aktuelle Beschützerin merkt sie, was die alte Beschützerin gemacht hat. Ein Erdrutsch. Sie hat hier ja alles komplett auf den Kopf gestellt. Sie hatte Angst um Basilius. Aber ganz kurz. Da ist ein riesiges Loch in der Decke. Das heißt, du könntest von oben hier reinkommen. Du müsstest nicht mehr durch die Karte gehen. Nur so eine Randinfo. Okay. Die klemmt. Dann drück doch mal zusammen gegen. Hey, diese Tanks. Sie enthielten griechisches Feuer. Ist das nicht eine Waffe? Nicht zwingend. Sie haben damit wohl das Licht am Leben gehalten. Eins ist noch versiegelt. Meinst du, es könnte explodieren? In so einem Tank? Sicher. Versuchen wir es an der Tür. Wirklich? Diese Mauern haben lang genug gehalten. Aber... Weißt du, ich habe schon so einiges in die Luft gejagt. Los. Die Mauern haben... Ganz kurz. Amicia, du übernimmst die Zündung. Sind wir weit genug weg? Ja, einfach den Kopf unten lassen. Die Mauern haben zwar schon lange gehalten, aber die Säule da rechts sieht nicht so gut aus. Hat geklappt. Das war laut. Ja. Sie halten. Los, alles wird gut. Naja, guck dir mal diese Säule an. Die Schwingung in der Red Force. Oh, eine Kiste. Kiste. Zap, 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 zap. Ein bisschen Alkohol. Immer gut. Da geht's wahrscheinlich weiter. Hier geht's. Das brauchen wir ja alles nicht. Nee, Wölkchen, heute nicht. Also zumindest gerade nicht. Okay, die Tür geht wahrscheinlich von. Die Tür ist hinüber. Sehen wir uns um. Ich hab schon gesehen, wo wir hin müssen. Da lang. Menno. Boah, weiß Sophia, was Greek Fire ist? Sogar die späten Byzantiner wussten das nicht und so Leute danach erst recht nicht. Naja, sie ist Piratin, ne? Die hat viel gesehen von der Welt. Ich bin tatsächlich aktuell, finde ich es interessant, es gibt ja gar kaum Referenzen auf den ersten Teil, ne? Oh, noch ein Tank?
Also keine einzige. Meine Ohren! Kaboom. Verdammt! Geht's euch gut? Schätze schon. Der Weg ist frei. Gehen wir. Keinen Hinweis auf den Inquisitor so richtig. Was genau war das am Ende? Okay, was erschreckt sich vorhin vom WB-Terminator? Das lasse ich nur mal so. Der ist auch ein bisschen lauter bei mir eingestellt, glaube ich. Tote Menschen. Wahrscheinlich die Ordenswache. Wir haben Elias Spur wiedergefunden. Sie machte keine Gefangenen. Sie haben sie dazu getrieben. Ah. 5 Stücke. Mehr Messer und Pyrit zu übertragen. Naja. Ich möchte es nur mal so anmerken, ich würde das Schwert da mitnehmen. Man weiß nie, wofür man das gebrauchen kann. Sie kam an dieser Tür vorbei. Sie stürzte wohl hinter ihr ein. Wie kommen wir da durch? Rechts? Ah, egal. Rechts? 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 Hier? Rechts? Kletter hoch. Alles klar. Nee, vor der Tür. Oh. Oh. Nicht zu fassen. Sieh mal, hier sind Vögel? Ja, Höhlenvögel. Das heißt, wir sind hier nicht allein. Was? Er ist auch nicht allein. Höhlenvögel. Genau. Gehen wir weiter und vielleicht sehen wir ihn ja. Was? Falls er nicht was so viel es Angst nicht hat. Alles geben soll. Ja. Noch 2 fehlen und da vorne habe ich 1 übersehen. Scheiße. Höhlenvögel, ich glaube, nehmen eine Fledermäuse. Aber Fledermäuse haben wenig Federn. Die sind eher ein bisschen nackig. Manchmal haben sie ein bisschen Pelz. Luftratten. Sie kam wohl hier vorbei. Da. Der Wagen ist auch mit griechischem Feuer ausgestattet. Oh. Der ist verdammt das voll damit. Sieht gefährlich aus. Yep. Hier, eine Kurbel. Na los. Dann mach mal, meine Liebe. Ah, sie öffnet das Fallgitter. Der Wagen rollt gleich los. Na dann. Und los geht's. Hui. Ist offen. Glaube ich. Weißt du, langsam sehe ich sie in dir. Elia. Weil ich genauso verzweifelt bin? Weil du nicht aufgibst. Ach, ja. Das ist richtig. Was? Ich kenne, du meinst wahrscheinlich, ich kenne in Höhlen Vögeln, aber keine Höhlenvögel. Ja. Aber in Höhlen Vögeln ist, glaube ich, meistens eine kalte oder feuchte Angelegenheit, aber feucht an der falschen Stelle. Weiß ja nicht. Kann mir das nicht schön vorstellen. Weil du auch so blutrünstig bist. Ja, stimmt auch wieder, ja. Amicia ist ein bisschen blutrünstig. Wow. Wow. Was ist das hier? Das Tor hat uns verraten. Das ist Elden Ring. Tja, sind wir aber. Kaboom. Das ist Elden Ring. Wusch.
Hi. Wir sind die nächste Schicht. Ich hoffe, Sie stören sich nicht daran. Was? Nein, nein! Wieso wundert mich das nicht? Wieso wundert mich das nicht? Ich wusste es. Dieser Ort ist böse. Moment. Diese Feuer, die Schienen. Sie bauten das alles, um sie in Schacht zu halten. Was? Ja, machen wir den Weg frei. Wenn du meinst. Was ist denn das da für ein Wobbelwobbel? Für ein Wobbelschwobbel. Mit dem da. Diese Feuerbecken hier können bewegt werden. Auf Schienen und mit griechischen. Mein Elden Ring Safe, wie ich dich doch vermisse. Der Orden kennt sich mit Ratten aus. Ich hab doch vorhin gesagt, das ist Moria. Was passiert jetzt? Was? Bewegt sich das irgendwie? Gibt ja das alte Sprichwort, wo Licht sind auch Ratten. Echt? Ach, komm schon, Amicia. Kommt her! Du hast das also schon mal gesehen. Am anderen Ende des Landes? Kein Zufall, nehme ich an. Nein, die Makula verbindet alles. Alles klar. Fertig. Ich vermute jetzt einfach mal, dass wir das einfach alles an uns ranziehen müssen. Amicia. Also dann, wie geht's dir, Hugo? Ich hab Angst. Verständlich, aber alles wird gut. Okay. Ach so. Gut, sie können verschoben werden. Ah. Sicher. Ja, los. Gut, das heißt, ich muss die jetzt voneinander schieben. Einmal die Kiste öffnen. Ist das jetzt ein aufwendiges Schieberätsel? Die Gleise kreuzen sich. Ändern wir die Richtung. Das ist eine geile Technik. Hey, weißt du eigentlich, wie oft die Ratten versucht haben, uns zu kriegen? Ja, oft. Und wir haben sie immer überlistet. Weil sie sich nämlich nicht umeinander kümmern. Wir aber. Ah, okay. Die Schiene ist auch kaputt. Die Schiene nach da ist auch nicht heile. So, weiter geht es nicht. Hey, da ist ein Gleis, das direkt zur Brücke führt. Aber dieses Wrack scheint im Weg zu sein. Ich sehe mal. Wrack. Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt bei mir! Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht! Ja. Ist da oben noch irgendwas zum Holen? Sophia, bahne uns den Weg! Du kannst aufhören. Gebongt. Erstmal kurz die Kiste öffnen. Ich vermute mal, das müssen wir nach oben schieben und nach links. Na. So, nach links. Der Orden der Alchemisten hatte schon Schienennetzwerke. Da fehlt nur noch ein IC und das wäre historisch akkurat. Ja, jetzt ergibt das griechische Feuer Sinn. Oh, die Brücke ist genau dahinter. Aber der Karren ist im Weg. Wie werden wir ihn los? Weiß gleich. Ich nicht. Ich brauche eine bessere Sicht. Sehen wir hinten nach. Ja, wir gehen vor allem mal da hoch. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Geht das?
Geht klar. Das ist eine Karte von diesem Ort. Die Gleise und Feuerbecken. Keine Karte, ein Entwurf. Die ganzen Mechanismen. Da sind noch andere. Da! Sieht aus wie das Chateau d'Ambrage, Amicia. Stimmt. Das ist der Innenhof mit den ganzen Feuerbecken. Chateau am Arsch. Und was ist das? Mehr davon. Zeichnungen und Karten von Dänemark, Konstantinopel. Die hier ist aus Asien. Afrika? Ich wusste nicht, dass okay. der Orden so weit reicht. Weil es überall passieren kann. Was? Eine Seuche. Los, gehen wir. Okay, das schon Chateau, das Chateau am Arsch. Oh, sogar die nächste. Ja, da oben habe ich natürlich geschlammt. Leider. Naja. So be it. Da bin ich nicht hingegangen, war mir zu knifflig. Naja, das Einzige, was knifflig ist, wie komme ich wieder rauf? Wahrscheinlich so, wie ich runterkam. Ab nach oben. Sicher? Ja. Wir müssen irgendwie das Wrack loswerden. Müssen wir? Ja. Frage ist, gibt es da nicht irgendwas zum in die Luft jagen? Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bloß alle im Licht! Keine 100%, du schimpfst dich, Streamer. Hallo, wir werden das neue God of War auf allerhöchstem Schwierigkeitsgrad spielen. Ich glaube, da werde ich schon genug Kopfschmerzen kriegen von... Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bloß alle im Licht. Da ist ein Fass. Das reicht, hör auf. Natürlich. Tabu. So, kein Karren mehr. Ich will endlich sehen, was hinter der Brücke ist. Bist du sicher, dass der Träger die Antwort ist, die du suchst? Wie könnte er es nicht sein? Elia hat uns hergeführt. Alles führt hierher. Hier gibt's bloß einen Haufen Leichen. Sie sind unsere einzige Spur zur Wahrheit. Ich will die Wahrheit nicht wissen, Amicia. Ach, ihr zwei. Wie geht's dir, Hugo? Ich fühle mich komisch. Komisch? Los, Hugo. Wir Und logisch, so wie Esmeralda den Stein hat, müssen die Ratten sie von hinten vernaschen. Ja, Vorsicht. Die einzige Person, die eigentlich fokussiert wird von den Ratten, ist Amicia. Die anderen werden nur gefressen, wenn sie an irgendwelchen Mauern hängen bleiben oder Leitern oder sowas. Ja, ich bin mir sicher. Dieser Träger ist der Grund für Hugos Traum von der Insel. Außerdem haben wir keine andere Wahl. Na gut, das war... Vergiss es. Es tut mir wirklich leid, aber wir müssen das tun. Ja, werd nicht wütend. Bin ich nicht. Wir sind ja eh schon fast da. Traurig. Bitte nicht. Es ist kein Stein, es ist ein Simaril. Wenn es ein Simaril wäre, dann müsste sie aber den nicht ins Feuer halten. Hä? Yeah? Das geht ja auch so. Die Dinger leuchten ja von allein. Wir sind da. Geschafft. Endlich. Gut gemacht. Ja, gehen wir weiter. Mehr Ordenswachen. Unfassbar, dass sie allein mit ihnen fertig wurde. Nie im Leben. Die Ratten haben die gefressen. Das Mädel konnte wohl mächtig gut kämpfen. Woher? Sie war entschlossen. Er bedeutete ihr alles. Etwas Schlechtes geschah mit ihm. Sie wusste es. Weißt du, was es war? Ich fühle mich düster. Wenn es der Papst wäre, mir doch Latte. Als ich gestorben bin. Ich hoffe, sie... Aber der Papst hat doch keine Latte, Akutenshi. Der Papst darf keine Latte haben. Er hat es geschafft. Bitte, gib uns irgendwas.
Es ist Altair auf einem Stuhl in seiner Bibliothek. Ah? Das ist aber mal, das ist eine Tür. Die ist zu. Wenn eine Tür zu ist, dann ist das die Tür. Doch, aber die dürfen nicht größer als 1,20 sein. Boah, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Moment. Wow. Beschütze einen, beschütze alle. Die Inschrift aus der Festungskapelle. Das ist sie. Aelia. Die Beschützerin des Trägers. Aha. Sie hat sich tapfer gewehrt. Aber sie starb allein. Was hast du, Hugo? Ich will nicht, dass du stirbst. Ich bin am Leben. Ich werde leben. Na komm, mein Großer. Sehen wir uns mal das Tor an. Hm? Glaubst du, der jetzige Papst ist Fußballfan? Ich habe mich mit dem jetzigen Papst nicht wirklich beschäftigt. Ich weiß, wie es ist. Allein zu kämpfen. Um nicht allein sein zu müssen. Bitte guckt euch erstmal die Hüfte von der Person an, um sicherzugehen, dass es eine Frau ist. Danke. Ich hoffe, du hast für immer Frieden gefunden. Hast du eine Idee, wie wir das aufmachen können? Gehen wir lieber zurück. Der billige originale Wikinger-Beet schmeckt ganz gut, muss sagen. Der haut mehr rein, als ich erwartet habe. Komm schon. Mein Mod ist besoffen, Freunde. Mein Mod ist besoffen. Naja. Hey, wir sind alle erschöpft. Aber wir sind zusammen, oder? Na dann, öffnen wir das Tor. Ja, erstmal umschauen. Da ist ein Hebel. Wie viele Leute waren wohl nötig, um dieses Tor zu bedienen? Ich muss wieder dorthin. Wenn die Antwort größer als 3 ist, habt ihr verkackt. Nur so am Rande. Mein Tee schmeckt noch ganz gut. Bin mal gespannt, wenn es an den Rum geht. Ja, aber das war doch... War das nicht Tee mit Rum gemischt? Trainings kam zusammen 2030. Muss ich mir eigentlich Sorgen machen, dass mein Mod-Team am Saufen ist, eigentlich fast jeden Stream? Also zumindest die eine Hälfte. Sollte ich mir da Sorgen drum machen? Der Minz-Team mit Scotch hat ja nur 11%. Das ist richtig, habe ich ja auch gelesen. Was macht der denn hier? Rumstehen? Sophia, kannst du das übernehmen? So gut wie erledigt. Der mit rum hat 30. Muss sich lohnen, ne? Muss sich lohnen. Da ist eine Stange angebracht. Die muss einen Nutzen haben. Ich bin echt aus der Übung. Muss also viel mehr trinken. Ja, bitte. Mach das. Wenn es irgendwann mal ein Treffen gibt, dann muss auch Alkohol fließen. Jetzt? Wo schieße ich ihn damit hin? Dahin kann ich ja nicht schießen, also nicht gerade. Mhm. Los, Hugo. Gucken wir mal, was passiert. Was? Das ist wohl eine Bremse, um die Riegel zu fixieren. Du kannst. Aha. Aha. Alles klar. Immerhin. Der bewegt die mittleren Riegel. Ah, okay.
das sagt. Das Ding, das aus dem Boden gekommen ist, ist das eine Kurbel? Denke schon. Warum kann man das jetzt nicht machen? Oh, es hält nicht. Natürlich. Bleiben wir dieses Mal zusammen? Ich brauche Hilfe, Sophia. Gerne doch. Dann mache ich das halt manuell. Ich habe gestern und heute wieder Boden verlegt. Morgen geht's weiter. Ist ein neuer Belag für die Mieter. Ach, du hast auch eine Mietswohnung oder ein Mietshaus. Okay, das geht wieder rein. Kümmer dich drum, Hugo. Ja. Und was habe ich jetzt hier? Okay. Aber wie mache ich diese Tür auf? Viel wichtiger. Sophia, ist auf dich Verlass? Wird erledigt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob mit dem Hebel auch die Tür aufgeht. Der hier öffnet den oberen und unteren Riegel. So müsste es gehen. Und festbinden. Wir können loslassen. Die Bodenkurbel ist jetzt ganz raus. Versuchen wir es. Öffnen wir das Ding, Sophia. Sogar rein zufällig richtig getroffen. Okay. Es funktioniert. Ja, wer hätte das gedacht? Oh, was riecht hier so? Was, eine Tür? Das ist nicht gut. Noch können wir es zumachen. Nein, wir suchen Basilius. Du meine Güte. Mir gefällt nicht, was ich hier sehe. Das geht. Noch tiefer runter. Wir können noch zurück, Amicia. Nein, nein. Wir gehen durch das Tor. Zusammen. Wir sind da. Wenn du umkehren möchtest, Sophia, dann jetzt. Gehen wir. Ich will zurück. Bitte, Hugo. Das sieht nicht gut aus. Ich trinke gerade nur Wasser und Kamillentee. Der Magen ist was flau die Tage. Hab mir heute ein Kissen genommen. Meine Knie sind nicht das Schlimme. Ist mein Rücken, der da problematisch ist. Hast du nicht so Knieschoner zum Draufknien? Gibt's ja. Fürs Boden verlegen. Das ist ein Safe. Das ist dir klar, oder? So sieht's zumindest aus. Ja. Und irgendwie ist das hier drinnen ja offensichtlich Rattennester. Oh, was atmen wir hier ein? Ein Rattennest. Aber die Luft ist viel stickiger. Das ist schon sehr lange hier. Seit Basilius? Ja. Wahrscheinlich. Oh, ich fühle mich komisch. Meine lieben Freunde, manchmal sind so Türen nicht dafür da, um Dinge draußen zu halten, sondern manchmal sind so Türen dafür da, Dinge drinnen zu halten. Nur so mal am Rande. Dein Kopf? Ein Geräusch. Sei tapfer. Ruckel, ruckel. Was ist das? Nicht gerade einladend. Sehen wir weiter. Guck mal, da hinten ist eine Nebelwand. Da ist der Endboss. Hat das was bewirkt? Definitiv. Macht euch bereit. Für alle Fälle. Eine Brücke. Dieser Ort ist eine verdammte unterirdische Festung. Gehen wir weiter. Ja. Hoffentlich fährt die Brücke nicht runter. Scheint bis zum Ende zu führen. Aber da fehlt ein Stück. Oh, ja. Seht hier, da geht es runter. Ein bisschen steil, aber... Stimmt. Da sind Feuerstellen. Oh nee, oh nein. Klappen. Oh, nicht ich doch. Vor. Sei vorsichtig. Nicht doch. Amicia, nein! Der
Das besteht nur aus menschlichen Leichen. Nichts gebrochen? Nein! Ich bin nur ein bisschen mitgenommen. Ach, das war wohl keine so gute Idee. Wie kommst du wieder zurück? Nein. Wie kommst du denn da drauf? Ist die... Wie kommst du denn da drauf? Das ist der einzige Satz, der jetzt zählt. Das war keine gute Idee. Wie bist du... Dummerchen. Wie kommst du nur da drauf? Das ist eine dumme Idee. Ich muss mich erstmal umsehen. Wartet auf mich. Sei vorsichtig. Doch, ihre halb verdaute menschliche Leichen. Auch die sahen schon sehr skelettig aus. Also vielleicht waren die schon komplett verdaut. Du stotterst nach den Schlaghilfen. Ich stotter tatsächlich wirklich manchmal. Also das ist, tatsächlich etwas, was manchmal passiert. Es muss klappen. Wie komme ich wieder zurück? Moment. Gar nicht. Ketten, Gegengewichte, die heben die Brückenteile an. Ja, tun sie. Also sie hätte uns ja auch ihren Stein mitgeben können, ne? Ihr Prisma. Ich weiß nicht, was du getan hast, aber es hat geklappt. Die Ketten. Das ist normal und voll im Rahmen. Vorletzten Samstag wurde ich richtig hops genommen von einem Partner. Hatte ich das mit der Staplerschulung schon erzählt? Du hast was erzählt mit der Staplerschulung, aber was genau meinst du? Jen, alles klar. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Komm schon. Sie wird sich wehtun, Sophia. Sie schafft das. Sie ist das schlauste Mädchen, das ich kenne. Ernsthaft? Aber sie ist allein und... Wie viele Mädchen kennst du? Du kennst sie. Sie hat das schon mal gemacht. Sie ist stur. Viel sturer als die. Ja. Ich weiß, das ist alles beängstigend. Kaboom. Ich habe auch Angst. Aber wir sind doch trotzdem stark, oder? Du hast wirklich Angst? Ja. Aber sag's nicht weiter. Versprochen. Danke, Sophia. Die Frage ist, wo muss ich hingehen? Wusch. Amicia, geht's dir? Eigentlich mache ich immer den praktischen Teil der Ausbildung und kurz vor Beginn sollte ich die Theorie machen und das ungeübt. Also nützt ja nichts Vortrag halten vor Wildfremden. Sehr gut. Na gut, das habe ich schon häufiger gemacht, deswegen geht das, aber trotzdem schwierig. Ich kann das nachvollziehen. Du bist in Sicherheit. Fürs Erste. Na, habe ich's nicht gesagt? Da liegt was Süßes. Episanguis. Was ist das? Material? Mutmaßlich Material. Mehr Messer und mehr Pyrit. Odoris mit Kontakt mit Feuer explodiert und Gegner ohne Rüstung tötet. Eigentlich wollte ich ja die Schleuder, ne? Wir sammeln mal für die Schleuder. Mittlerweile hat Eritos bestimmt viel Übung, aber früher wurde er auch immer zu einer Tomate. True. Aber das ist alles eine Frage der Übung. Freies Reden und so, ne? Los geht's. Klasse! Den Pipi-Stein? Ja, der Pipi-Stein. Hat das geklappt? Ja, jetzt können wir rüber. Jetzt musst du einen Weg zurückfinden. Mache ich, keine Sorge. Geht immer bitte rüber.
Mach's mir nicht so schwer. Die Sache hängt am seidenen Faden. Bevor da was... Oh, ich darf nicht falsch liegen. Ich habe leider kein Messer. Schade, Schokolade. Freies Reden geht, wenn man mit dem Thema vertraut ist und man im Flow ist, geht das super von der Hand. Ich fand das echt erschreckend. Aber ist es ein großer Unterschied zwischen der praktischen und der theoretischen Ausbildung? Musst du die Theorie nicht trotzdem gut kennen? Weiter so, du schaffst es! Natürlich! I try my best. Hoffentlich hast du recht. Das werde ich. Ganz Nein. sicher. Siehst du, Nein. Vertrau ihr. Na los, Basilius. Gib uns irgendwas. Das wird versprochen. Das wird schief gehen. Die Theorie ist so gesehen viel umfangreicher. Okay. Oh, verdammtes Ding. Hey, du steckst fest, oder? Ja. Ich komme mit dem Wagen nicht weiter. Geh um das Wrack herum. Wir haben was für dich. Komme. Ihr Prisma. Oder? Ihr Prisma. Hey, ich bin hier. Doch nicht. Alles in Ordnung? Mehr griechisches Feuer. Ich schick dir einen Tank, um das aus dem Weg zu räumen. Mit einem Seil, damit du ihn fangen kannst. Perfekt. Bleib zurück, Igo. Ab geht die Post. Ich sehe ihn. Glück explodiert das nicht. Kaboom. Hat es geklappt? Einwandfrei, danke. Offensichtlich, ja. Konzentrier dich. Finde Basilius. Schnapp dir, was du finden kannst und dann raus. Dann. Ja, was ist da? Er. Sehr gut. Ist bestimmt nicht heiß. Nö. Überhaupt nicht. Ich bin schon groß. Ja, ich hatte keine Angst. Das kann ich bestätigen. Und nochmal. Und weiter. Schub sie nicht wieder runter, bitte. Hey, du bist hier. Schon gut. Hammer, Hugo. Lass es raus. Willst du eine Pause machen? Nein, gehen wir weiter. Ich bin. Lies jetzt über den Schmerz ganz froh, damit Los. Fühlt sie endlich wieder was nach dem ganzen Trauma. Das sollte die Sache erleichtern. Ich glaube, ganz gelogen ist das nicht. Kein Spielzeug mehr. Werte die Schleuder komplett auf. Ich habe Angst und bin traurig, Amicia. Ich weiß, wir haben viel durchgemacht. Es ist, als wären es nicht meine Gedanken. Ist es Basilius' Stimme? Kann sein. Sie klingt tief. Okay, wir finden Basilius in einem Rattennest, in so einem Zwischenstadium zwischen tot und lebendig. Mal gucken. Ich habe Angst. Das heißt wohl, wir kommen näher. Das Ende der Brücke. Finden wir heraus, wo sie hinführt. Oh, dieser Geruch. Ich kann kaum atmen. Oh, es ist falsch. So falsch. Was ist los? Sie ist hier, Amicia. Ich will nicht. Wer ist sie? Aber wir müssen. Wir müssen. Wer ist denn sie? Plot Twist, Basilius ist Snoke. Ein kleiner Saunagang zwischendurch. Knusprig. Das sieht alles nicht richtig aus. Sieht böse aus. Gott. Nee, sieht echt nach Scorn aus. Wir sind wirklich in Scorn. Es wirkt wie eine Kathedrale. Das wurde für ihn gebaut.
Also, ist er hier unten? Irgendwo im Herzen dieses Ortes. Willkommen bei Scorn. So stelle ich mir die letzte Schwelle vor. Elia konnte ihn nicht retten und das ist das Ergebnis. Aber was? Das ist die letzte, das ist die Schwelle. Was ist mit ihm geschehen? Ich will's nicht wissen. Musst du aber. Er hat dich hergeführt. Das ist dein Erbe. Ich will kein Erbe. Ich will normal sein. Ich möchte auch so vieles. Aber das hier zählt nicht dazu. Was ist das? Hugo, bevor alles normal werden kann, musst du erst überleben. Das sagst du so, aber ich vernichte alles. Aber doch nicht mit Absicht. Du bist ein Kind. In der Roten Stadt gab es auch Kinder. Es ist schwer, Hugo. Wir kennen uns nicht gut, aber ich weiß, dass du eine zweite Chance verdienst. Selbst wenn wir durch die Hölle gehen müssen. Ignorieren wir gerade die ganzen Türen? Mein Kopf! Sie wird lauter. Die Stimme wahrscheinlich. Aus meinem Kopf. Wir sind gleich da. Da unten könnte deine Rettung sein, Hugo. Wozu? Wenn ich immer alles ruiniere. Hör auf. What? Du musst mir vertrauen. Ich kann nicht. Amicia, Sophia. Schätzchen, bitte. Ab in den Rattenarsch. Nein, weißt du nicht. Warum tust du das? Amicia, komm, ich trage dich. Wir machen das zusammen. Glaubst du, zu viel? Geht's dann besser? Tut mir leid, dass du das durchmachen musst. Ich helfe dir. Ich will Ruhe. Die bekommst du. Aber erstmal musst du leben. Mhm. Ich brauche dich. Ich fürchte mich vor mir selbst. Du wirst leben. Zu spät, Packung Pombeer. Wir kämpfen. Pombeer. Wir halten durch. Pombeers waren geil. Das hatten wir doch schon mal. Da hat sie gesagt, ich trag dich. Aber effektiv hat sie im ersten Teil auf dem Weg zum, weiß ich nicht wohin mehr. Da hat sie auch gesagt, ich trag dich. Das war am Ende irgendwie 10 Meter. Komm schon. Komm. Ach, guck mal, wer da ist. Ja, sieh mal eine an. Ja, schau mal einer, wer da ist. Guck mal, ihr habt recht gehabt. Ist das... Yep. Der Träger. Yep. Und der hat vielleicht genauso eine Verbindung, wie er zu dem Inquisitor hatte. Er wurde eingesperrt. Aber wieso? Sie hatten Angst vor ihm. Vor seiner Macht. Und dann hat er die dritte. Deswegen haben sie all das gebaut. Und dann hat er die dritte Schwelle erreicht. Einfach nur aus Furcht. Sie haben ein Kind getötet. Du glaubst, dass der nicht mehr lebt? Er entfesselte die Ratten. Sie brachen durch ihre Mauern. Keiner konnte sie aufhalten. Hier begann sie. Was? Die Justinianische Pest. Er war traurig. So traurig und wütend. Deshalb hat uns die Makula hergebracht. Es muss hier etwas geben. Eine Schriftrolle. Eine Fiole. Irgendetwas. Hier ist gar nichts. Aha. Elia, sie versagte. Da schwimmen Ratten drin, meine Freunde. Amicia. Sie hat versagt, Sophia. Ich weiß. Ungerecht! Denn wenn ich sterbe... Du stirbst nicht. Werde ich sie auch alle töten? Nein, Hugo. Ihm war nicht bestimmt zu sterben. Aber sie nahmen ihm die geliebte Beschützerin. Er verlor die Hoffnung. Also gab er der Makula nach und verdammte sie alle.
Ja, und zwar zu Recht. Nein, Ben. Glaub, wir müssen nicht weglaufen. Wenn von ihr ihn erreicht hätte, wie weniger allein er doch gewesen wäre. Er hätte weitergelebt. Und Millionen verschont. Eins ab Lip Sync. Verstehst du? Du meinst Lip Sync. Du wirst nicht sterben. Und ich bin für dich da. Ich sorge für dein gutes Leben. Ja, ja. Mhm, ein Leben bestimmt. Ohne Kämpfen. Möchtest du das? Ich habe einen Tipp für euch. Kauft euch ein Hausboot. Finden wir ja. Ein Zuhause. Die auf dem Wasser. Anderer Meinung. Was ist los? Los, weg hier. Schnell, schnell! Lauft! Nach rechts! Warum? Nicht, dass ich gehe. Warum? Warum sind wir nochmal hierher gekommen? Guck dich mal links den Pool an von Ratten. Oh. Das ist die Frage, warum das alles? Joa. Ich versuche es. Ja, ich tu mein Bestes. Da vorne links. Ist ein Ausgang? Noch nicht! Weiter! Wenn man überlegt, wie lange wir hergebraucht haben und wie schnell wir plötzlich weg sind. Es sind so viele! Kommt, kommt! Meine Beine! Mich stehen bleiben! Ja, ja, endlich! Ich glaube. Habt ihr es auch gesehen? Die sind ganz kurz durch die Luft gelaufen. Wenn es einer klippen möchte, bitte. Ja. Ups, weil ich stark gedrückt habe. Vielleicht sehen wir es nochmal. Guck mal ganz kurz. Die zweite Brücke stürzt ein und die laufen noch in der Luft. Cartoon-mäßig. Ja, Moment. Ich glaube, sie ah, okay. Ein. Nee, wir sind jetzt zu schnell. Ja, hier waren wir doch auch schon. Gib alles über! Wir sind fast draußen! Zur Hölle mit diesen Scheißviechern! Wir verschwinden! Ich hoffe, sie überlebt. Okay, die überleben alle. Das hat die Makula, da läuft man nicht über Wasser, wie Jesus, nur über Luft. Wir drin fest. Hier sind wir sicher. Ist jemand verletzt? Hugo? Das war grauenvoll. Mhm. Ja, die Makula hat dich hineingelockt. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Die Makula hat ja wirklich ein Händchen für Kinder. Sie haben ihn angekettet. Ja, aber das Wichtigste ist, dass du überleben wirst. Nein, das ist aber nicht das Wichtigste. Es macht mir Angst, dass die Menschen so böse sind und dass sie mich zu diesen Dingen zwingen. Aber warum? Du hast recht. Hör zu. Es wird immer Menschen geben, die Furchtbares tun. So ist die Welt leider. Aber vertraue in das Gute in dir und in das Gute in anderen. Hab Vertrauen in jene, die wollen, dass du glücklich bist. Freunde. Wie mich? Freunde geben dir ein gutes Gefühl, oder? Dave the Diver? Dass du zweifelst. Aber vertrau mir. Vertraue uns. Ich vertraue euch. Wir finden für uns ein Zuhause. Verlassen wir diese Insel. Unser Boot wartet. Und auf dem Weg dorthin ein Rattenmeer. Kein Problem für uns. Alles wird anders werden. Hauptsache, die Insel war die Lösung. Aber die Insel war nicht die Lösung, sondern nur... Ding.